So, da hinten ist noch einer. Der lädt gerade seine Armbrust nach und hat es tatsächlich noch geschafft. Bam, so. Und jetzt werden wir wahrscheinlich mit der mal da hochschießen. Balliste spannen. Gezielt wird nicht. Die steht schon. Achso. Der greift mal kurz nach seiner Zigarette und muss dann hier Button Smashing betreiben. Ach, da kommt noch einer. Vernichtet die Lilien! Ich drücke immer rechte Maustaste zum Ausweichen. Das ist jetzt auch noch nicht so gekonnt. Den haben wir nicht getroffen. Achso, ich dachte gerade, das wäre so ein Beutel, den wir aufheben könnten. So, können wir die jetzt Balliste ausrichten? Ah, okay, das macht er automatisch. Also wir müssen nicht manuell zielen per Fernrohr. Weil das ist uns ja vorhin ein wenig missglückt. Jetzt nehme ich mal an, wird hier wieder so eine Truppe kommen. Genau, der war da noch in dem Haus drin. Das war anscheinend eine schöne Kombo. Oh. Da bringt dir dein Schild auch nichts. So, und jetzt werden wir die Balliste mal abfeuern. Hoffe ich jedenfalls. Ja, da jetzt. Balliste abschießen. Oh, was stand da? Ich hab's gerade gar nicht gelesen. So, da hinten kommen wir hoch. Da werden wir dann jetzt auch mal hochgehen. Ah, warte, was steht denn da? Ah, durchsuchen. Alles nehmen. Also das sind doch so Beutel. Eisenring nehmen wir mit. Dann gehen wir doch nochmal hier hinter. Wir haben hier keine zeitliche Begrenzung und durchsuchen nochmal die Beutel hier. Damit wir da auch nichts liegen lassen. Noch ein Eisenring. Wo auch immer der für ist. Ein rotes Tuch. Ein pinkes Tuch wohl eher. So, da ist nichts mehr. Ich guck gerade mal, diese Ringe. Eisenring. Gerümpel. Nippes. Okay. Ja, den können wir dann wahrscheinlich nicht anlegen. Hätte ja sein können, dass da irgendwelche Werte drauf sind oder so. Man weiß ja nie. Jedenfalls werden wir jetzt mal da hochgehen. Weil da ist auch schon wieder ein feindlicher Armbrustschütze. Den werden wir dann auch mal schnell... Ach, hier sind auch noch zwei. Oh, ich wollte gerade zum schweren Schlag ausholen. Ups. Na, da ist doch der Beutel. Geh zu dem Beutel, Geralt. Okay, das wird anscheinend nichts. Wow, habe ich mich erschrocken. Zack. Kann man die erst jetzt nicht durchsuchen? Okay. Ah, okay, jetzt erinnere ich mich wieder, im ersten Teil war das schon. Wenn man zweimal eine Richtungstaste drückt, dass man dann ausweichen kann. Tötet den Hexer! Nein, hier wird kein Hexer getötet. Okay, so kommen wir da schon mal nicht rein. Ah, jetzt konnte ich aber auch wieder hier durchsuchen. Nehmen wir alles mit. Ah, wir können jetzt hier wahrscheinlich hochklettern. Genau. Ja, kletter doch hoch. So, und dann mal rein in den Turm. Nehmen wir denn mal einen anderen Zauber. Wir nehmen mal, Achso, das ist, oh, kurzer Leck. Eine Feuerfalle oder irgendwie sowas. So. Und du auch noch. Na gut, die haben zu dritt auf dem eingeschnitzelt. Alles ne. Cool, dass es dann so kurz in den Zeitloop-Modus geht. Und ich werde schon wieder geblockt. Lasst mich doch mal mitmachen, Männers! Ja, das ist doof mit dieser Blockerei von den eigenen Leuten.
Auf sowas stehe ich ja gar nicht in irgendwelchen Spielen. Aber gut, daran werden wir uns gewöhnen. Wir werden ja auch nicht jedes Mal mit irgendeiner Armee unterwegs sein. So, ja, der Zauber war jetzt... Wir probieren einfach mal... Ich muss mal gucken, was das für Zauber sind. Auch das irgendwas. Zu den defensiven irgendwas Zauber. Die Texte stehen da zu kurz. So, dann noch den hier. Aber ich schätze mal, das ist irgendwie Rüstung für uns oder so. Achso, ja, dann Axtmänner. Ja, macht mal. Okay, dann nehmen wir... Was nehmen wir da für einen Zauber? Ach, wir behalten den einfach mal, diesen Schutzzauber. Achso, jetzt könnte ich mich noch unterhalten, oder? Nein, nicht den. Wie sieht's auf den da? Oh, die haben auch einen Hexer oder sowas dabei. Jedenfalls sah das eben kurzzeitig danach aus. Oh, das. Der Chefritter. Bam. Los. Sehr, sehr geil. Ist hier wenigstens mal ein bisschen Action. Lederaufwertung. Okay. Oh, da ist noch was. Inkrustierter Silberring und Aufwertung der Rüstung. Wir nehmen das einfach mal alles mit, damit beschäftigen wir... ja. Doch, so. Ich muss gerade überlegen, ob das überhaupt das richtige Deutsch war. Damit beschäftigen wir uns später, wollte ich sagen. Wo geht's lang? Cutscene. Oder ihr sterbt wie die tollwütigen Hunde, die ihr seid. Arian Lavalette, das wird keine leichte Aufgabe. Ergib dich, Arian! Deine Ehre bleibt unberührt. Ach, zipp dich selbst, König! Was haben die hier für eine Wortwahl? Spickt sie mit Pfeilen! Los, Männer! Für Temerien! Ihre Deckung ist nicht übel. Hast du eine bessere Idee? Ja, ist ganz gechillt. Ich versuche hinüberzukommen. Wenn die Schützen mir Deckung geben, kann ich es schaffen. Das ist der Sohn von Luisa und dem alten Baron, der Erbe dieser Ländereien. Ungestüm und ein guter Schwertkämpfer. Sieh dich vor. Ich versuche es mit Vernunft und Argumenten. Was stand da? B. Nee. Boom, haben wir auch schon den ersten Pfeil abgekriegt. Da stand eben rechts schon wieder ein Text, das ging so schnell. Okay, also wir können hiermit echt irgendwie noch nichts machen. So, haben wir glaube ich ein bisschen. Mach doch Platz. Achso, ich dachte gerade, die schießen hier Feuerpfeile runter. Oh, da sind ganz schön viele hier. Ja, bring doch den einen erstmal um. So. Minus 2. So, wir machen hier nochmal unsere Rüstung an. Tod dem Tyrannen! Nieder mit Foltest! Ach, ich wollte den noch gar nicht anvisieren, aber naja, gut. So. Das Kämpfen sehr, sehr geil, auch mit den Moves, die er macht, gefällt mir wirklich gut. Okay, wir müssen hier hoch. Ich hatte gerade nur... Ja, wir kriegen nicht angezeigt, dass wir da hoch können. Jetzt. Da ist noch keiner.